möchte ich gar nichts sagen. Warum nicht? Nee, weil das ist mir zu doof. Die passende Antwort aus Lautern kommt in der Meisternacht und gilt auch heute noch. Lieber Bitzenberg aus Effenberg, das war natürlich der Hammer. War so eine kleine Retourkutsche für die Sticheleien, die wir vorher ertragen haben. Ertragen muss der FC Bayern dann auch, dass sich Kaiserslautern mit unbedingtem Willen den Titel holt. Das unvergessene 6:2 in Köln. 3 Punkte vor den Münchnern Lautern im nationalen Fußballhimmel. Wir feiern diese neue deutsche Meisterschaft, diese dritte, genauso sehr, wie wenn es unsere eigene wäre. Unvergessen bleibt diese rauschende Party auf dem Rhein in Schunkellaune mit dem Meisterpaar Kalli und Helmer. Unvergessen ein Lied, das die Spielerfrauen als Überraschung ihren Meistern singen. Keine Stadt in Deutschland verbindet ihr Schicksal, ihr Leid, ihre Freude so sehr mit Fußball wie Kaiserslautern. Ein Jahr zuvor fast abgestiegen, jetzt deutscher Meister. Zwei Meisterkapitäne unter sich, Stefan Kunz, Fritz Walter und die Helden von Bern. Mit der Meisterschaft 1991 startet der FCK fulminant in dieses neue Jahrzehnt. Der Einsatz, der sorgte hier im Studio für Applaus. Spontanen, der kam von Norbert Tienes. Also Norbert Tienes sagte, lieber Betzenberg als Effenberg gab es großen Applaus hier im Studio. Und Norbert Tienes wäre heute auch gerne hier gewesen, ist aber leider zurzeit ein bisschen gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe. Hat aber schöne Grüße ausrichten lassen. Die gehen natürlich an Norbert Tienes gerade an dieser Stelle auch ganz herzlich zurück. Ja. 1990-91, die Meisterschaft. Sie kamen zum ersten FC Kaiserslautern, zu einem Fast-Absteiger in der Saison. Haben Sie da irgendein Potenzial in der Mannschaft erkannt, das tatsächlich ein Jahr später zum Titel führen würde? Nein. Ich habe einen Satz gesagt, als ich 5 Tage in Lautern war. Ich kam ja aus Ägypten. Und dann habe ich meine Frau angerufen, die noch in Kairo war, und habe gesagt, wann geht ein Flieger wieder zurück? Weil ich einfach gespürt habe, was das für eine Verantwortung war, 16 Punkte zu haben. Und ich glaube, Mannheim war damals 8 oder 7 Punkte weg. Das war einfach ein Wahnsinn, was die Leute erwarteten. Und ich hatte die Mannschaft da auch noch gar nicht gesehen. War zweimal trainiert oder dreimal. Dann verloren wir noch gegen Hamburg zu Hause. Was danach kam, was sich dann entwickelte, das war eigentlich in der Mannschaft vorhanden. Denn wir haben ja keine neuen Spieler gekriegt. Also in den ersten 14 Tagen habe ich nicht geglaubt, dass sich eine deutsche Meisterschaft damit erarbeiten ließ. Wieso helfen so Sprüche von den Bayern dann an der Stelle? Überhaupt nicht. Der Motivation? Nein, das war ja so, dass wir im Grunde, der Betzenberg war immer ausverkauft. Wenn die Auslosung rauskam, wann Bayern in München in Lautern war, dann war der Stadion ausverkauft. Egal, wo wir standen oder wo die standen. Also Bayern München hat im Endeffekt aber seit 78, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als wir die ersten 4 Jahre gearbeitet haben, nicht einmal auf dem Betze gewonnen. Ja. Und das war auch ein Satz von Breitner, der gesagt hat, lass uns doch gar nicht aussteigen, wir geben die Punkte freiwillig. Wir verschicken die mit der Post. Ja, oh, so ähnlich. Und da war wahrscheinlich die Bilanz, die wir auch dann verwaltet haben. Ja, ich wollte nur was sagen zu dem, was Kalli eigentlich geleistet hat. Und nicht immer nur Negatives, so wie 78. Mit der Reife dann. Ja, mit der Reife. Genau. 89 habe ich mein Abschiedsspiel gemacht und wir haben gegen die gleiche Mannschaft gespielt, die mit dem Kalli Feldkamp anschließend Pokalsieger geworden ist, wo Hoggensack Trainer war. Und ich habe viele Weltstars eingeladen zum Abschiedsspiel in Kaiserslautern. Es war keiner unter 36 Jahre alt und wir haben den FCK 3:2 geschlagen. Das anschließende Kalli Feldkamp mit der gleichen Mannschaft Pokalsieger geworden ist und deutscher Meister, das spricht voll für ihn. Und wir haben es gesehen, ja? Man muss das ja mal so ein bisschen chronologisch aufarbeiten. Wenn wir abgestiegen wären, glaube ich nicht, dass wir dann Bremen hätten schlagen können. Im Pokalfinale. Lautern hat das ja einmal geschafft, dann glaube ich Karlsruhe 1:0 zu schlagen, als sie abgestiegen waren. Aber da war Karlsruhe ja auch eine Taubenmannschaft. Und Bremen damals zu schlagen, die glaube ich auch schon Meister waren, das war nicht ganz einfach. Aber das ist nur gelungen, weil einfach die Sicherheit da war, wir bleiben drin. Und da gibt es eine wunderschöne Szene. Wir hatten im letzten Spiel Nürnberg hier.
Und wir hätten sogar noch Neunter werden können. Aber ich glaube, wir lagen nach einer halben Stunde 3-0 hinten. Mhm. Nürnberg war schon abgestiegen hier. Ich habe immer gedacht, was ist mit meinen Spielern los? Sie kommen immer ein Stückchen zu spät. Eine Woche später hatten wir das Pokalendspiel. Und damals war das Gesetz noch beim DFB so, alle Karten, alle Platzverweise, die man in der Meisterschaft bekam, zählten auch im Pokal. Das heißt, wäre ein Spieler vom Platz geflogen, hätte er in Berlin nicht spielen können. Man hat sich geschont. Es ist nie ausgesprochen worden, aber ich bin fest davon überzeugt, dass im Kopf der einzelnen Spieler das vorging. Wir haben 3-2 verloren, das Spiel, und sind dann, glaube ich, 12. oder 13. Was ja für den Fall völlig ausreichend war. Das war so, aber dieses Gefühl zu haben, dass plötzlich da so irgendwann so der Mumm raus war, gibt dir dann auch den Gedanken, wie soll es nächste Woche laufen? Aber das war dann genau anders. Es lief so gut, dass daraus eine Meistermannschaft geworden ist. Und wir gucken einfach mal auf die Meisterelf des Jahrhunderts nach diesem Titelgewinn 1991. Da kommen ein paar Namen dazu. Gerry Ehrmann im Tor, Katletz natürlich als Libero mit in der Elf des Jahrhunderts. Stefan Kunz, logischerweise, Originalfoto von damals, noch mit Schnäuzer vorne drin. Und als Trainer haben wir Karl-Heinz Feldkamp uns ausgesucht als Jahrhunderttrainer. Ist das okay? Fragen Sie mich? Ja, sicher. Ich glaube, das Aufarbeiten von den beiden Meisterschaften 51 und 53 mit Herrn Schneider, das ist einfach deshalb mir auch nicht so bekannt, welche Persönlichkeit er war. Weil wir trafen uns damals nicht, wie später alle Bundesliga-Trainer, einmal im Jahr. Oder wir spielten gegeneinander. Jeder wusste von dem anderen, was er für eine Ausstrahlung hatte. Ich glaube, dass das später schwerer war, mit den Medien umzugehen, mit all dem, was heute drumherum ist, sämtliche Manager, alles, was da so Einfluss hat, deine Leistung in Frage zu stellen, würde ich sagen, jeder, der heute eine Mannschaft führt, hat es schwerer als die Trainer in den 50er Jahren. Horst Eckel, ganz kurz noch, waren das denn für Sie, die 91er Meister, die legitimen Enkel Ihrer Generation? Ja, selbstverständlich. Und wir haben uns alle gefreut, dass sie wieder deutscher Meister geworden sind. Das war ganz klar. Und wir haben ja untereinander auch gesprochen, Fritz Walter, Ottmar Walter und Liebrich. Und wir haben uns wirklich über diese Mannschaft gefreut. Sie haben gesagt, es war eine Ehre, dann dabei sein zu dürfen. Ja. Zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, keine Besserwisser, sondern wirklich bescheidene Menschen am Rand. Ja, der Liebrich war schon ein Knurrhahn. Ja, also wenn ich den dann mal in der Stadt traf dann oder mal ins Geschäft hinging und so, dann bin ich nur hingegangen, wenn wir gewonnen hatten. Ja. Aber sonst hat er richtig vom Leder gezogen. Aber das hat er dann persönlich gemacht und nicht irgendwo durch eine Pressemitteilung oder sowas. Und das ist ja entscheidend für sowas. Wir gucken jedenfalls auch darauf, auf 1991 noch aus einer anderen Perspektive. Das war nämlich auch ein historischer Erfolg gewesen, der 1. FC Kaiserslautern, Meister 91. Warum, klären wir jetzt. Die Roten Teufel rund um Marco Haber und Guido Hoffmann haben in Köln Historisches geleistet. Der FCK ist der letzte westdeutsche Meister, ein Titel für die Ewigkeit. Knapp zwei Jahre zuvor öffnet die DDR in Berlin ihre Grenze. Und auch dort im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlose Euphorie. An diesen historischen Moment haben die Spieler bestimmt nicht gedacht, als sie im Juni 1991 mit ihren Fans den Titel feiern. Außerhalb des Sports, im realen Leben der Wiedervereinigung, ist längst Ernüchterung eingetreten. Den Frust in Teilen der Bevölkerung bekommt auch der Kanzler zu spüren. Die DDR ist aufgelöst, aber die DDR-Oberliga spielt weiter und ermittelt noch den letzten ostdeutschen Meister. Ostdeutscher Meister? 91, DDR. Das ist 91. Ist grenzenlos der Jubel in Rostock. Hansa Rostock ist Meister im Osten. Stimmt, ja, ja. Und Kaiserslautern im Westen. Mehr als 100.000 feiern eine historische Meisterschaft im Zeitfenster der Wiedervereinigung. Ein Titel für die Ewigkeit. Sie haben vorhin mal gesagt, die 91er sehen wir da, so diese Elf-Freunde-Generation.
die gab es später eigentlich nicht mehr. Aber Hans-Peter Briegel hat auch gerade noch mal zu Recht gesagt, die Leistung auch deswegen so bewundernswert, weil jeder Einzelne danach nicht mehr so gut war wie in diesem Meisterjahr. Geht es nicht doch auch über die Kameradschaft oder die Freundschaft? Oder war die Mannschaft tatsächlich auch ein bisschen in Grüppchen eingeteilt? Wenn sie Erfolg haben, dann sind wirklich Kräfte frei, die wirklich nichts mit Freundschaft zu tun haben. Es ist ja eine Leistungsgesellschaft und die Jungs wissen ganz genau, was dabei im Endeffekt, wenn wir den Erfolg haben, für jeden Einzelnen rumkommt. Ein bisschen war ich schon auch davon überzeugt, das habe ich auch einigen gesagt im Spiel in dem Jahr danach, 91-92, dass einige wirklich aufpassen müssen, ob sie weiter bei einer Spitzenmannschaft, wie es Lautern damals war, spielen könnte. Denn der Einzige, der weggegangen ist, ist, glaube ich, Ruben Labbadia zu Bayern München. Alle anderen haben nie, Stefan Kunz hat es auch noch mal geschafft, bei Beşiktaş zu spielen. Alle anderen haben eigentlich dann Wege eingeschlagen, entweder sind sie geblieben oder sie sind Klassen tiefer gegangen zu anderen Mannschaften, die im Tabellenbild unten standen. Es ist schwer, einem Spieler das zu sagen. Du, was du heute spielst, erhalte das. Es wird schwer werden, sich irgendwo anders durchzusetzen. Also das ist das, was Sie sagen, ist die große Leistung von ihm, diese so zusammenzuhalten. Ja, das ist meine persönliche Meinung, dass er aus einem Material, was wirklich nicht Bundesliga-Spitze war, und das muss man ganz deutlich sagen, dass er das, Optimale rausgeholt hat. Und es war das Optimalste, Meister zu werden. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es gab 3, 4 überragende Spiele, aber der Rest, sage ich jetzt mal, von meiner Warte aus, war Durchschnitt. Und mit so einer Mannschaft, das ist meine Meinung, mit so einer Mannschaft Meister zu werden, das war eine Sensation. Und die nächste, die ist gar nicht so lange auf sich warten. Weil wir haben es gerade gesehen, dann kam die Öffnung, die Maueröffnung zuerst und später kam auch das Zusammenlegen der beiden deutschen Ligen und damit wurde auch in der Fußball-Bundesliga eine Einheit raus und ohne einen wäre möglicherweise der 4. Meistertitel gar nicht möglich gewesen beim 1. FC Kaiserslautern, einem, der aus Dresden zum FCK gekommen ist, Olaf Marschall. Und hier ist er, ganz herzlich willkommen. Das Erstaunliche ist bei so einer Runde, wenn man dann zusammen sitzt, der Einzige, der nicht gestöhnt hat beim Hinsetzen, war Horst Eckel. Ja. Olaf, kurz, ist alles in Ordnung? Noch. Ja, die Öffnung damals machte den Weg frei, dann 1994, etwas später, zum 1. FC Kaiserslautern zu gehen. Damals der teuerste Neueinkauf in der Geschichte bis dahin beim FCK. Ich glaube, 2,8 Millionen waren die Ablösemark gewesen. Warum für den FCK entschieden? Ich sag's mal so, nach 90 ging es relativ kurios für mich weiter. Die Wechsel waren eigentlich immer relativ kurios. Ob ich nach Wien gegangen bin, das ging von heute auf morgen. Zum FCK ging von heute auf morgen. Nach Dresden ging auch von heute auf morgen. Also immer über Nachtaktionen. Und der FCK kam und ich kam aus Dresden. Hey, wir sind gerade mal drin geblieben und der FCK war oben dabei. Also von daher gab es für mich keine andere Möglichkeit oder ich sage mal keine andere Wahl. Ich habe gesagt ja und da war es so. Und geblieben bis heute in der Pfalz? Ja. Wie schwer war es denn tatsächlich, wenn man gekommen ist? Vielleicht gab es Klischees, Vorurteile damals noch innerhalb der Spieler aus dem Osten. Gab es da Grüppchen? Ich sage mal so, wir waren ja eine ganze Gruppe damals, die wann waren das, 94 gekommen sind, ob das Peter Nowak, ich, der Matthias Hamann, Andreas Reinke, der, na, wie heißt er? Ja, auch Kirsten. Der Dirk Anders war damals, der Ulf Kirsten, nicht nur zum FCK. Aber zum FCK eine ganze Menge. Und ich sag mal, da war schon, ich sag mal, da muss man schon sagen, dass da, ich meine, wenn du 6, 7 Spieler neu nimmst, dann ist schon ein bisschen Umbruch dabei. Der eine oder andere ist dann direkt wieder verschwunden, wie der Peter Nowak. Und da hast du natürlich schon, ich sag mal, nicht deine Probleme, aber du musst dich anpassen, du musst das neue Umfeld kennenlernen und das ist nicht immer ganz einfach. Und so ganz allmählich begann so die vielleicht schwierigste Phase des 1. FC Kaiserslautern in der Geschichte. Auch da gab es gute Spiele, gute Platzierungen, aber am Ende ging es dann doch irgendwann relativ schnell bergab in die, es gab noch einen Pokalsieg, wir haben es gehört, in die zweite Liga. Gibt es dafür Gründe? Puh, ich weiß nicht. Ich meine, ich war ja dabei. Vielleicht kann ich sagen, ich habe nicht getroffen, aber oder der ein oder andere auch nicht. Also ich sag mal so, Gründe kannst du im Nachhinein immer viel erzählen. Wir haben auch gegrübelt damals lange und die Vereinsleitung hat, glaube ich, viel gegrübelt. Und es ist einfach so gekommen. Wir haben
zu viel unentschieden gespielt, also kaum ein Spiel gewonnen. Und das war zum damaligen Zeitpunkt unser Tod. Wie sehr haben Sie gelitten, Horst Eckel? Bitte? Wie sehr haben Sie damals gelitten mit dem FCK? Ich habe sehr gelitten. Aber ich konnte ja nicht helfen mehr. Vielleicht hätte man es versuchen sollen. Du hättest was vormachen sollen. Schwierige Zeiten. Aber ohne diese schwierigen Zeiten hätte es natürlich nicht die Sensation möglicherweise überhaupt in der Fußball-Bundesliga-Geschichte geben können, die Deutsche Meisterschaft 1998. Als sich der Meisterschaftszug am 10. Mai 1998 seinen Weg durch die rot-weißen Massen bannte, hatte Olaf Marschall ein Problem. Plötzlich war sein Lockenbändiger weg. Wenn man so will, in dieser unglaublichen Saison die zweite kleine Widrigkeit für den Mann, den sie alle nur Locke nannten. Die erste hatte ihn bereits im Winter ereilt, als er wieder mal verletzt und ganze 10 Spiele zum Zuschauen verurteilt war. Just in dem Moment, als sich der FCK anschickte, eine sportliche Sensation zu schaffen. Eine, die Michael Schönberg am ersten Spieltag mit seinem Siegtor beim Titelverteidiger und Favoriten in München eingeleitet. Und die Marschall mit seinen Toren in unnachahmlicher Weise erst so richtig auf den Weg gebracht hatte. Der Erfolg der Mannschaft, das Produkt einer meisterlichen Mischung aus Nationalitäten und Mentalitäten, aus Charakteren und Typen. Neben dem Sachsen Marschall beispielsweise der brasilianische Ballkünstler und Philosoph Ratinho. Oder die tschechische Eiche Miroslav Katlec, bereits 7 Jahre zuvor mit Meisterehren gekürt und als Abwehrchef stets Herr im Haus. Nicht zu vergessen der Schweizer Ciriakos Forza, sogenannter Spiritus Rector, Vordenker und Lenker, Mann mit den klarsten aller Ansagen. Ich bin in die Pfalz zum FCK gekommen, um was zu gewinnen, was zu erreichen. Zusammen bildeten sie ein künstlerisch wertvolles Bauwerk, bei dem ein Stein exakt auf den anderen passte. Von der Meisterschaft freilich sprach noch keiner, als Olaf Marschall den Betze am 4. Spieltag gegen Schalke erstmals an die Tabellenspitze schoss. Erst als ihnen zu Beginn der Rückrunde auch noch der 2. Bayernstreich gelang, war das Thema aller Themen nicht mehr wegzudiskutieren. Am vorletzten Spieltag war es dann soweit. Die Bayern patzten in Duisburg. Der FCK nutzte die historische Gelegenheit und schlug Aufsteiger Wolfsburg 4:0. Nicht zuletzt dank Olaf Marschalls Saisontreffer Nummer 20 und 21 war die 4. Meisterschaft perfekt. Unfassbar. Unübertrefflich. Einfach nur umwerfend. Wie die Feier 8 Tage später in der Innenstadt. Olaf Marschall war mittendrin, der Lockenbändiger war wieder drauf. Nur eines bekam der Mann, der wie Michael Ballack irgendetwas hinter einer dunklen Sonnenbrille zu verbergen suchte, nicht zu fassen: die Schale. Vielleicht hätte er sie ja an diesem Tag auch einfach nur nicht mehr hochgekriegt. Ja, Olaf Marschall. Waren Sie tatsächlich an diesem Tag definitiv zu schwach, die Schale zu heben? Oder haben Sie irgendwann mal die Schale doch in der Hand gehabt? Ich glaube, die haben einige verteidigt. Also da bin ich nicht rangekommen. Und es war eigentlich egal. Da war eigentlich Feiern pur. Und dann war mir das egal, ob ich die Schale halte oder was auch immer. Das war. Sie erinnern sich nicht? Das kann nicht. Kann auch sein. Vielleicht habe ich sie mal in der Hand gehabt, aber es kann auch sein. Diese Mannschaft, auch für die gilt ja eigentlich, was wir für die 91er vorhin gesagt haben. Die waren die meisten Spieler danach nicht mehr so erfolgreich wie zu diesem Zeitpunkt 1998. Was hat diese Mannschaft ausgemacht? Oh, das stimmt eigentlich. Ich meine, gut, du kannst immer sagen, wenn du aufsteigst, gewinnst, im Grunde um 2 Jahre, ich sag mal, fast alles gewinnst, dann das stimmt so und so alles. Also da kannst du sagen, hey, da kannst du den mitnehmen, da meckert kein Auswechselspieler, da schimpft keiner, ist das Umfeld stimmt, das freut sich. Also ich sag mal, da kannst du sagen, es hat alles gestimmt. Ich meine, sicherlich die Mentalitäten waren gut verteilt, die Mischung stimmte innerhalb der Mannschaft und das macht dann schon viel aus. Und natürlich, ich sag mal, sicherlich der ein oder andere hat auch die Qualität, Meister zu werden gehabt.
Eine Szene gucken wir uns noch an, die auch danach noch sehr schön war. Er hat nämlich auch mal ein Tor des Jahres geschossen. Nicht in der Meistersaison, nee, aber danach. Und das gucken wir uns jetzt auch mal an, das Tor des Jahres zum Genießen. Olaf Marschall. Wann haben Sie das letzte Mal gesehen? Irgendwann vor 3 Wochen. So, kurz erst her. Ja. Aber immer wieder schön, oder? Im Internet, ja? Da sieht man uns nicht ganz so gegen klar. Hertha BSC Berlin war es am Betzenberg. Ja, da kann man als Trainer auch nicht viel zu sagen. Ne? Kann man nein, nicht viel besser absolut machen. Absolut nicht. Und ich glaube schon, dass die Mannschaft eine super Substanz hatte. Denn Swartz hat zu dem Zeitpunkt, ich erinnere mich daran, als wir den in Deidesheim, nein, in Herxheim das Gespräch führten, um ihn von Inter wegzubekommen, wo er ja gerade das Europapokalspiel verloren hatte in Schalke. Er war bei Null. Und du hast sehr viel Überzeugungskraft gebraucht. Und auch, ja, das war nicht ganz einfach. Das sind ja auch Gehaltsgefüge gewesen, die er bei Mailand verdiente. Ich habe jetzt gedacht, das wären Niere, weißt du? Niere. Ja, das war wirklich so. Edward. Ich bin dann mit ihm noch mal rausgegangen. Und ich habe da verhandelt. Ja, ja. Damals sportlicher Leiter bei ja, klar. Und, ich kannte ihn schon und habe gesagt, also du hast dich so blamiert in Deutschland, weil er in Schalke so... Also sang- und klanglos eingegangen. Und Italien war natürlich auch eine desolate Stimmung gegen ihn. Und die haben der FCK ausgenutzt, um ihn überhaupt zu motivieren, zu uns zu kommen. Zweite Liga. Nicht? Und das war für mich... Er war nicht dabei. Der war schon erste Liga. Erste Liga, klar. Und da muss ich sagen, das war dann so der Punkt, wo ich gedacht habe, wenn das jetzt wieder unten anfängt und sich in die Bundesliga reinspielt, dann hat er wieder alle Vereine offen. Gut, er kam. Wirtschaftlich hat wahrscheinlich Sie werden stimmen. Nicht glauben, er steht auch, wenn ich ganz kurz direkt, er steht natürlich auch bei uns in der Elf des Jahrhunderts, der Meister Elf des Jahrhunderts, Ciriaco Sforza, unter anderem mit noch anderen Spielern aus dieser Meisterelf 1998. Da sehen wir es, Gary Ehrmann ist im Tor, Olaf Marschall ist mit dabei, Andreas Brehme ist mit dabei, logisch Martin Wagner auf der linken Seite und damit ist unsere Mannschaft, unsere Jahrhundertmeistermannschaft komplett, in die natürlich sportlich Hans-Peter Briegel auch gehören würde, aber wir sprachen ja bereits drüber. Ja. 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 Und jetzt, ich habe Sie unterbrochen. Ich bin, ja, ich freue mich, das sind ja immer 11 Spieler. Ne? So sieht's mal aus. Ich hatte Sie aber gerade unterbrochen, Sie wollten noch was sagen. Na, ich wollte sagen, dass also die Mannschaft, der Unterschied zu der Meisterschaft 91 zu 97, ein großer Unterschied, 98. 96 war der FCK deutscher Vizemeister, das darf keiner vergessen. Und der Stamm dieser Mannschaft ist geblieben. Das aus anderen Beweggründen in der Saison drauf nicht so lief, hing auch mit dem Platz zu Hause zusammen. Das war, man kommt ja nicht, man kam grausig, nicht verletzt, man durfte grausig, aber das in der Öffentlichkeit nicht sagen. Heute wird man einen neuen Rasen machen und da kam wirklich nicht vorwärts. Das war unmöglich, da ist nicht angewachsen, es war eine Katastrophe da zu spielen. Das muss man im Nachhinein sagen und dadurch ist der FCK auch abgestiegen. Ja, aber die anderen haben doch auch drauf gespielt. Das ist meine Meinung, das ist so. Ja, das glaubt zwar niemand, aber es ist so. Da kann man die Spiele, könnte man heute noch sehen, die anderen haben drauf gespielt, weil es einfacher war, sich in die Abwehr hinten reinzustellen und zu kontern, als ein Spiel aufzuziehen. Und deswegen die vielen Unentschieden. Das ist aber logisch zu erklären. Und dann kam 97 dazu, dass ein Sforza kam, dass ein Ratinho kam, dass ein Buck kam, die auch schon irgendwo ausgemustert waren, aber tolle Spieler waren. Und dass ein Michael Ballack kam, das vergessen die meisten. Vergessen. Ja. Ja, der kam für 500.000 Mark. Aus Chemnitz. Aus Chemnitz und ist dann für 7 Millionen nach Leverkusen. Oder ein Forza ist für 5 Millionen, das kann ich heute sagen, gekommen, 5,5. Und ist für 12 nach Bayern. Ja? Kann man heute mal sagen. Das ist, kann man heute sagen. Da war der sportliche Leiter nicht so schlecht gewesen. Nee, so schlecht waren die Einkäufe nicht. Richtig. Aber noch einer ist gekommen. Er war doch dabei. Irgendwie schon. Ja. Also sagen wir, der sportliche Leiter des Jahrhunderts. Da sitzt du. Aber lass uns dran kommen. Ganz kurz, wir reden noch drüber. Ich würde nur ganz kurz bewerten, wir... viele Spieler gerade, haben wir gehört, die gekommen sind und deren Leistung bewertet wurde, von einem haben wir noch gar nicht gesprochen. Der hat sich nämlich eigentlich auch ein Denkmal gesetzt in dieser Meistersaison. Logischerweise der Trainer Otto Denkmal, Otto Rehagel. aber, ja. Freut. Aber in aller Bescheidenheit, Otto Rehagel sieht es auch selber ganz genauso. Also wenn das die Beate hört, dann... Vom Aufsteiger zum Meister einmalig in 48 Jahren Bundesliga. Wenn einer solch ein
Theaterstück aufführt wie ich, aus der zweiten Liga bis an die Bundesligaspitze, dann sagt man im Theater, dann gibt's nur eins, Schnauze halten und applaudieren. Otto Rehhagel kam, als der FCK am Boden lag, als das Abstiegsgespenst noch allgegenwärtig war und selbst der Kanzler und Urpfälzer zu spötteln beliebte. Otto kam, sah und sang das Aufstiegslied. Dem Aufstieg folgte sogleich die Genugtuung, Sieg beim großen FC Bayern dort, wo sie ihn nur wenige Monate zuvor geschasst hatten. Mit jedem Sieg werde ich ein Jahr jünger. Spätestens beim Rückspieltriumph über den Ex-Club hatten seine Jubelläufe bereits pubertäre Züge. Rehhagel jubelte, ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Wisst ihr was, Jungs, eh die anderen was merken, müssen wir durch sein. Der Plan ging auf, der König ward gekrönt und sprach aus, was alle dachten. Das ist eine einmalige Sensation im Fußball und ich weiß nicht, ob es sowas noch mal geben wird. Der Aufsteiger, der Meister wurde, ein Fußballmärchen für die Ewigkeit. So, und jetzt kennen alle Herren, die hier auf dem Sofa sitzen, Otto Rehhagel sehr, sehr gut, haben zum Teil mit ihm auch zusammengearbeitet. Jetzt darf jeder mal was über Otto Rehhagel sagen. Herr Briegel, Sie fangen an. Er war als Trainer, ob man ihn mochte oder nicht, sehr erfolgreich. Punkt. Olaf. Ich kann nichts sagen. Wie war der Umgang mit den Spielern? Eigentlich war, ja gut, wir hatten eigentlich immer eine gute Zeit, bis er gegangen war. Ich meine, wir sind aufgestiegen, Meister geworden, wir waren dann nächstes Jahr in der Champions League, war auch noch im UEFA Cup dabei, weiß ich gar nicht, war da noch dabei. Da sind wir dann auch mit Otto dann ins Halbfinale. Also eigentlich kannst du nichts sagen. Ich meine, wir hatten immer Spaß mit ihm, also das kann man nicht sagen. Und selig, der eine sagt, die modernen Trainingsphilosophien, das ist es nicht gerade, aber wir haben gewonnen. War nicht sein Feld, aber ja. Genau. Und er war erfolgreicher Feldkampf. Ja, das mit den Trainingsphilosophien ist aber, das trifft ihm beim Magath jetzt auch zu. Bloß der wird auch ständig Meister. Also das ist eine Wertschätzung, die man irgendwo anders mal diskutieren muss. Aber ich bin der Meinung, wir sind sehr oft also auch aufeinander getroffen als Gegner. Wir haben auch ein Jahr zusammen gearbeitet im Zweitliga-Jahr. Und Otto hat mal zu mir gesagt, warum hörst du eigentlich auf? Du bist noch so jung und das war so Mitte 60, als ich Mitte 60 war. Ich mache, solange ich mich wohlfühle. Und ich warte jetzt immer drauf, dass er wieder anfängt, denn dann fühlt er sich wohl. Kann nicht lange dauern. Nein, das ist aber ernst gemeint, denn ich glaube, er hat eine ganz andere Einstellung, eine Lebenseinstellung. Und das muss er eben mit seiner Familie eben selbst ausleben. Ja, ich kann nicht viel sagen. Ich war schon da ja nicht mehr so beim FCK dabei, dass ich mir ein Urteil erlauben kann. Aber was ich immer so mitbekommen habe, war, dass er wirklich ein guter Trainer war und viel Erfolg gehabt hat. Reden wir über den ersten FC Kaiserslautern. Ausblick, wenn der FCK alle 40 Jahre einen Doppelpack schafft in einem Jahrzehnt, müsste er so um 2031 wieder deutscher Meister werden. Da möchte ich eingeladen werden. Dann werden Sie eingeladen, selbstverständlich. Dann reden wir drüber. Ja, alle sind wir dabei, treffen uns dann an der Stelle wieder. Es war eine richtig schöne Runde mit Ihnen, hat viel Spaß gemacht, danke sehr. Klasse, FCK vor 60 Jahren zum ersten Mal deutscher Fußballmeister geworden und vier Legenden hier an meiner Seite, große Klasse. Vielen Dank Ihnen ins Publikum, das war sehr schön mit Ihnen, Ihnen zu Hause fürs Zuschauen. Das war Sport Extra, machen Sie es ganz gut und bis bald. Tschüss, danke sehr. Alle Fans, sie sind schon da. Sport Extra wurde Ihnen präsentiert von Bitburger. Ein geächteter Toter. Jemand hat das Wort Todesstrafe neben die Leiche von Hans Freitag gesprüht. Davor zweimal Kinderschänder an sein Lokal. Was hat das mit dem Mord zu tun? Ich weiß nicht. Aktion Selbsthilfe e.V. Sie haben Ihren Mann angezeigt. Ich habe das getan, was jede Mutter getan hat. Tatort. Dienstag, 20.15 Uhr. SWR Fernsehen. Wer die Tür
totale Freiheit will, muss die totale Disziplin akzeptieren oder Scientology wird untergehen. Wenn der Preis für den Ausstieg die eigene Familie ist. Kommst du zurück zu Scientology? Nein. Los, geh!